Ja, herzlich willkommen. Und während wir noch fleißig neue Easy Youngler und Easy Younglerinnen suchen, haben wir uns gedacht, wir laden mal die alte Generation ein und quetschen hier ein bisschen aus. Was war denn deine Motivation damals bei Easy Young einzusteigen? Ich war ja schon sehr lange im Jugendmedienzentrum Connect, wo Easy Young ja gemacht wird, aktiv, habe da Jugendradio ziemlich viel gemacht und als dann im Jahr 2010 die Easy Young-Redaktion gegründet wurde, fand ich das ganz cool, auch mal ein bisschen was mit Video auszuprobieren. Also ich habe eben davon gehört, einfach von diesem Projekt, wo mit Medien gearbeitet wird, und ich fand einfach die Idee total super, dass. Ich bin über den Lukas Miller reingekommen. Was war denn dein persönliches Highlight bei Easy Young? Mein persönliches Highlight waren zum einen immer jedes Jahr die Sommersondersendungen, wo wir dann mit dem kompletten Equipment, mit dem ganzen Sendestudio raus sind, was weiß ich, ins Fürther Freibad, an Volleyballplatz, am Ketchup, irgendwohin einfach und da eine richtig schöne Sommersendung gemacht haben mit Live-Acts, mit Sommerfeeling, Grill, allem drum und dran. Das war mal eine besondere technische Herausforderung, auch was man dann im Bild gar nicht mehr gesehen hat. Für mich waren immer also die Highlights die Events, zu denen ich gehen konnte. So durch die Leute, die es halt leiten. Die wissen natürlich, was hier los ist irgendwie in der Region, und die wussten dann immer von echt richtig coolen Events, wo wir dann hingehen konnten und mitfilmen und Leute interviewen, und du hast einfach eine ganz andere Perspektive bekommen von einfach diesen lokalen Aktivitäten, die hier so. Ich habe mit dem Lukas zusammen mal einen Red Bull-Beitrag gemacht. Da haben wir eine Akkreditierung bekommen über Easy Young. Dann haben wir einen ganzen Tag lang Red Bull getrunken und zwischendrin ab und zu aufgenommen. Ja, dann habe ich mitbekommen, du hast schon vorher viel gemacht hier, aber hast denn trotzdem neue Erfahrungen gesammelt? Sag doch mal drei neue Erfahrungen, die du bei Easy Young gesammelt hast. Geduld, dass man das auch manchmal eben wirklich auf Anhieb manche Sachen nicht einfach so funktionieren, denn wir haben ja diese Redaktion vor 5 Jahren so aus der Asche komplett neu rausgestampft und hatten natürlich auch von Anfang an recht hohe Ansprüche und haben dann immer festgestellt, klappt doch nicht so, aber haben es dann so die Jahre über immer weiter gesteigert. Das war auf jeden Fall eine ziemlich gute Erfahrung, wie man eben solche Sachen erarbeiten kann. Dann auf jeden Fall auch so mitunter die Begeisterung auch ein bisschen für Video, auch wenn ich ja eigentlich immer noch in der Tonecke bin, habe ich da jetzt doch durchaus eine Begeisterung für und habe auch eigene kleine Videosachen gemacht und ja, einfach auch diese besondere Art von Teamplay und Gruppendynamik, die da halt in so einer großen Redaktion entsteht, wo natürlich auch viele Leute ihre eigene Meinung haben. Das fand ich auch ziemlich interessant, das halt so über so einen langen Zeitraum mitzuerleben und habe da auf jeden Fall auch was draus mitgenommen. Ein Beitrag entsteht nur in einem Team. Beim Team ist es einfach wichtig, dass alle zusammenarbeiten, also dass sich niemand zurücknimmt. Diskussionen können förderlich sein oder ein Projekt kaputt machen. Es kommt auf die Art der Diskussion an. Es gibt einen Haufen wirrer, verrückter, ganz verschiedener Leute in Fürth und die finden hier irgendwie alle zusammen. Ich kann jetzt Beiträge schneiden. Und ich habe einen Moderationsworkshop mitgemacht, der dann auch durch Easy Young eben veranstaltet wurde, und da habe ich ein bisschen gelernt, wie man so vor der Kamera redet. Ja, wenn es dir doch so gut gefallen hat hier, wieso hast du denn dann eigentlich aufgehört? Ich bin jetzt 22, habe jetzt schon vor knapp 3 Jahren mein Abitur bekommen. Und bin jetzt halt einfach sehr im Stress mit Studium, Ausbildung. Man muss ja auch von irgendwas leben. Das heißt, ich mache jetzt gerade sehr viele Audio- und Videoprojekte als Freiberuflicher. Und das nimmt halt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Mir ist so ziemlich aufgehört, nachdem ich mit der Schule fertig war, weil ich dann einfach nicht mehr wirklich hier in der Gegend war. Also immer wenn ich da bin, komme ich gerne. Aber es ist einfach selten so. Ich habe mein Abitur gemacht und dann bin ich nach Köln gezogen und habe Filmzeug gemacht. Was war denn das geilste Catering, also das geilste Essen, was es mal bei einer Easy Young Sendung gab? Ich glaube, also auf jeden Fall bei den Sommersondersendungen, die Grills, die waren auf jeden Fall immer allererste Sahne. Und dann hatten wir mal unser Easy Young-Mitglied Robin, hatte so einen heimlichen Koch-Fable und hat ihn dann während der Easy Young-Sendungen immer als Caterer ausgelebt. Dadurch, dass ich oft weg bin, liebe ich so das bayerische, fränkische Essen. Und also so über eine Breze kommt nichts drüber weg. Und eine Butterbreze. Boah, also das ist jetzt, also. Das war bei mir auch der Robin und der hat hier mal Pfannkuchen gemacht während der Sendung. Ja, dann vielen Dank fürs Interview.